Ist es nicht geil, wenn es sich lohnt zu warten? Ist es nicht einfach geil, wenn man dann auch wirklich belohnt wird und das kriegt, was man sehen wollte? Oder eventuell das kriegt, was man nicht mal wusste, dass man es sehen wollte? Hallo, liebe Moviepiloten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Es ist soweit. Das Spice soll fließen, denn Dune Part 2 ist endlich hier. Ich durfte den Film endlich sehen. Ein wenig verfrüht. Nicht zu sehr verfrüht, aber ich sag's jetzt schon, ich guck den häufiger. Und wir haben es selbst geschafft, Hardy doch noch so ein bisschen zu kriegen, für Dune zu faszinieren, oder? Ja, Fear is the Mindkiller. I get ears, my ears got ears. Aber dazu kommen wir noch. Was ich von der Nummer halte, das wisst ihr jetzt schon. Es wird jetzt natürlich nicht zu Spoilern kommen. Das möchte ich nicht machen. Ich kann nicht sagen, ob es noch ein Spoiler-Video geben wird oder nicht. Ich glaube, das koppel ich daran, je nachdem, wie dieses Video aufgenommen wird von euch. Nichtsdestotrotz, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung und damit wurden fast alle Disclaimer disclaimed. Dieses Video wird euch präsentiert von Nutella Be Ready, dem perfekten Snack für zwischendurch. Vielen Dank für diese äußerst leckere Unterstützung. Und jetzt legen wir los mit Dune Part 2. Okay. Wenn ich mich nicht irre, 2021 kam der erste Teil, oder? Drei Jahre ist es her, seitdem Dune Part 1 ins Kino kam. Und es war damals ein Film, der mit einem unfassbaren Hype kam. Weil als wir alle uns schon einig waren, ja, die Luft ist raus in vielen Blockbuster-Franchises. Was ist Star Wars? Außer einer Parodie auf Star Wars und Herr der Ringe, vielleicht kommt da ja irgendwann mal eine gute Serie auf Amazon Prime. You have not seen what I have seen. Wow. Also es war so ein bisschen traurig und dann kam Denis Villeneuve, der Typ, der einfach, ich sag's wie es ist, einer der besten Regisseure unserer Zeit ist, so ein Visionär ist und der hat gesagt, er will jetzt was tackeln. Er will Frank Herbert's Dune tackeln und die Leute sind ausgetickt und der Trailer war krass und ich wusste, selbst wenn der Film Klumpen scheiße ist, wird er toll aussehen. Das wusste ich, aber ich war drin und war hin und weg. Das war für mich einer der besten Filme des Jahres, es war für mich einer der schönsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten, ästhetisch ohne Ende, audiovisuelles Erlebnis. Dafür ist das Kino gemacht. Dafür geht man ins Kino, ich sag's wie es ist. Das war ein Epos, das war Game of Thrones meets Star Wars. Und ich habe die Buchvorlage nicht mal gelesen, ich kannte nur den David Lynch-Film, aber wow, war ich hin und weg von diesem atmosphärischen Erlebnis. Ich habe den zu Hause im Blu-ray-Regal stehen und bin glücklich, wenn ich ihn gucke. Und dann war es eine Wackelpartie. Wir wussten nicht, ob es einen zweiten Teil geben wird, weil der Film war jetzt nicht der mega finanziell erfolgreiche Hit. Die Nummer ist teuer und ich komm schon. Ihr könnt Dune Part 1 nicht so stehen lassen, weil die Nummer endet ja wirklich mittendrin. Einfach cut, fade to black, see you. Oder auch nicht, weil Paul Atreides ist jetzt mit Lady Jessica bei den Fremen angekommen, nachdem seine ganze Familie wirklich geredweddingt wurde. Und fuck, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Wird er seine Rache kriegen? Passiert eventuell etwas ganz anderes? Ist er der Messias für die Leute da draußen? All diese Fragen. Ich meine, wir hatten den Imperator noch nicht mal kennengelernt und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir Dune Part 2. Und ich sag's, wie es ist. Christopher Nolan hat letztens in einem Interview gesagt, das ist der Empire Strikes Back unserer Generation. Ist er eventuell wirklich? Ich weiß es nicht, ich will mich darauf jetzt nicht festlegen, weil ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich muss ihn noch sacken lassen, ich muss ihn ein paar Mal sehen. Was ich sagen kann, ist, der ist phänomenal. Das ist jetzt schon safe auf der Liste der besten Filme des Jahres. Ohne Frage. Und es ist definitiv eine Fortsetzung, die das macht, was alle guten Fortsetzungen machen. Und zwar direkt auf all dem aufbauen, was der erste Teil uns bereits gegeben hat. Ein paar Twists und Turns reinwerfen. Die Charaktere sind noch ein bisschen deeper. Die Mythologie ist deeper. Und wir beleuchten neue Aspekte dieser Welt. Und ich sag einfach nur, okay, worum geht's in Dune Part 2? Ohne Spoiler, ganz grob, Paul und Lady Jessica sind jetzt bei den Fremen angekommen und müssen sich da so ein bisschen integrieren in deren Kultur. Parallel lernen wir endlich den Imperator kennen, die Harkonnen, die sind ja jetzt auch auf Arrakis, das heißt, gegen die muss man sich wehren.
und wir haben eine religiöse Geschichte, wir haben eine Rachegeschichte, wir haben einen, ich wollte sagen internationalen, aber interplanetarischen Konflikt mit Schemes und Planung und Politik und allem, was den ersten Teil so großartig gemacht hat. Nur noch mehr, ohne den ersten Teil zu wiederholen. Und ich sage, yes, Baby. Ist das eine gute Zusammenfassung? Danke. Okay, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll bei dem Film. Zuallererst, ja, es ist immer eine doofe Frage, die kriege ich auch manchmal. Und zwar, lohnt es sich, den ersten Teil geguckt zu haben oder kann ich einfach so in den zweiten rein? Nein, ihr könnt nicht einfach so in den zweiten rein. Es ist wirklich Part 2. Das ist nicht wie bei Indiana Jones, dass es ein Anthology-Film ist und ihr könnt im Grunde genommen jeden gucken. Nein, ihr müsst den ersten geguckt haben. Das ist ein halber Film, weil der erste war auch nur ein halber Film. Und jetzt haben wir da dieses Erlebnis. Deswegen, ich persönlich kann es kaum erwarten, bis die Nummer auf Blu-ray draußen ist, damit ich mir wirklich so einen Tag nehme und sage, ich drücke mir jetzt die ganze Nummer, ich will mir das jetzt reinziehen. Der Film... Direkt im ersten Akt verbringen wir fast nur Zeit mit den Fremen. Das ist auch cool, weil Dune hat so einen gigantischen Ensemble-Cast und der wurde ja auch groß angekündigt. Und wenn man sich die Poster anguckt mit all diesen Schwebeköpfen und so weiter, denkt man immer, okay, das wird eine krasse Rolle, das wird eine krasse Rolle. Aber das Coole an diesem Dune-Film und an Denis Villeneuve-Film im Gesamten ist, die Schauspieler checken ihren Ego wirklich ein bei der Tür und sagen, nee, wenn unsere Rolle klein ist, ist sie klein, aber wir... werden trotzdem alles dafür tun, dass sie im Kopf bleibt. Zum Beispiel Zendaya hat im ersten Teil nicht wirklich was zu tun. Es war schon fast komisch, sie aufs Poster zu packen und so groß und prominent zu featuren. Weil was hatte sie für eine Screentime? 5 Minuten im ersten Teil? In diesem Film viel mehr davon. Generell, der Fokus ist auf den Fremen. Das heißt, Javier Bardem kriegt ein bisschen mehr zu tun, der ja auch ein bisschen im ersten Teil zu sehen war. Aber hier lernen wir diese Kultur kennen. Und alles, was wir dort machen mit den Fremen, ist unfassbar faszinierend. Es ist wirklich diese klassische Geschichte von jemandem, der aus seiner Comfortzone rausgeholt wurde, ein Trauma durchmacht und jetzt in einer ganz neuen Kultur Fuß finden muss. Und alles, was wir da sehen, ist klasse. Ob es zu lernen ist, wie man auf diesen Sandwürmern reitet, ob es deren Religion ist, deren Sets und deren Tempel, sind alles Wahnsinn. Die haben da so viele geile Ideen gehabt, auch visuelle Ideen, wo die Kinnlade runtergefallen ist. Und ja, der Film ist wie der erste Teil ein Slowburn. Es ist kein Blockbuster im klassischen Sinne mit viel Action. Obwohl ich sagen würde, der Film hat trotzdem mehr Action und auch mehr Plot als der erste Teil. Weil der erste Teil fühlt sich wirklich an wie Setup. Und... ich liebe alles daran, weil wir hatten jetzt diese Red Wedding fürs House Atreides und es muss jetzt Konsequenzen geben. Timothy Chalamet und Lady Jessica aka Rebecca Ferguson haben ja den ersten Teil getragen. In diesem Film lastet noch viel mehr auf Timothy Chalamets Schultern, weil er muss wirklich, das ist eine Coming-of-Age-Story. Erneut Empire Strikes Back, Luke Skywalker in Teil 1, Luke Skywalker in Teil 2. Muss seinen Weg finden, muss sich etablieren, muss noch ordentlich was durchmachen, noch eine Menge über sich selbst erfahren. Das macht Paul Atreides hier, aber nein, es ist die Star Wars-Vergleiche, die hinken vorne und hinten. Was ich sagen will ist, Timothy Chalamet wird schauspielerisch echt getestet und ich finde, der hat es absolut gerockt. Der Typ, mit dem wir den Film beginnen und der Typ, mit dem wir den Film beenden, ist nicht der gleiche. Und obwohl Rebecca Ferguson so klasse ist und im ersten Teil für mich auch so ein Scene-Stealer war, muss ich sagen, machen sie mit ihr was sehr Interessantes. Sie hat nicht mehr ganz so viel Screentime wie im ersten Teil. Nichtsdestotrotz, ich war total begeistert von den Entscheidungen, die sie treffen. Aber der Cast ist halt voll gestackt. Ich meine, wir bringen Florence Pugh rein, die wundervoll ist. Wir bringen, oh ja, Austin Butler rein als eventuell der geilste Bad Guy des Franchises. Was krass ist, weil wir hatten schon Batista. Und Batista wirkt jetzt wie ein Wurm verglichen mit Austin Butler. Darf ich das sagen? Darf ich das überhaupt sagen? Aber es ist so, Austin Butler als der Cousin von, also der Neffe erneut von Stellan Skarsgårds Baron. Er ist krass. Und was er auch mit seiner Stimme macht, am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, er will klingen wie Stellan Skarsgård. Bring me my Dune. Aber er ist so ein Psychopath. Und er ist die Rolle, die Sting gespielt hat im originalen Dune. Er spielt sie so anders, er ist der Todbringer. Und es gibt eine Sequenz auf dem Heimatplaneten der Harkonnen, von denen wir viel mehr sehen, was auch gut ist. Und sie ist wirklich fast komplett in Weiß, sie ist komplett entsättigt von Farben, man sieht sie schon im Trailer.
Visuell ist es einfach nur brillant. Die haben hier so viele geile Einfälle, muss ich sagen. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, war, ich meine, man bringt Größen wie Lea Seydoux rein. Man bringt wirklich sehr viele gute Schauspieler rein. Und man bringt Christopher Walken rein. Ich bin ein riesen Christopher Walken-Fan. Ihn als Imperator, muss ich sagen, er ist der Einzige, der dieses Opulente nicht wirklich annimmt, was die alle anderen Schauspieler machen. Er ist eher, yeah, the spice must flow. There's a Messiah on Arrakis. I don't know. Aber deswegen lieben wir Christopher Walken. Ich meine, ich habe kein Problem damit. Aber reden wir über den Star des Films. Der Star des Films ist eigentlich Greg Fraser, weil diese Bilder, ich meine, mittlerweile wird es schon inflationär benutzt, dieses Every Frame a Picture. Aber ich finde, auf diese Dune-Filme trifft es wirklich zu, weil ob wir eine gigantische, brachiale Szene mit Sandwürmern haben oder eine ruhige Sequenz. Man könnte Pause drücken und man hat ein Gemälde und man schämt sich nicht, es bei sich in der Küche irgendwie aufzuhängen, weil es sieht einfach alles wundervoll aus. Also die Entscheidungen, die man hier trifft mit der Kamera und gleichzeitig dieser Mix aus praktischen Effekten und CGI. Ich finde, der einzige Regisseur, der das sonst so gut macht, ist Ridley Scott in sowas wie Prometheus. Ich will nicht sagen, dass der Film so ist wie Prometheus, ich will nur sagen, visuell ist das was extrem Besonderes. Und ich habe noch mehr die Zusammenhänge gespürt, wenn es jetzt so ums Lore-Building geht. So, ah, okay, weil der erste Teil, der hat trotzdem sich so ein bisschen wie ein Mikrokosmos angeführt. Atreides, Harkonnen, die anderen werden erwähnt. Hier wird die Welt etwas größer und wir beleuchten das Makro der ganzen Nummer. Aber auch die Fantasy-Aspekte rund um die Bene Gesserit und so weiter werden noch weiter erforscht, werden noch interessanter. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, als der Film zu Ende war, hab ich wirklich innerlich gekreischt und gesagt, da muss ein dritter Teil kommen. Also für mich ist es eine Trilogie. Und es muss noch ein Film kommen, damit ich wirklich komplett befriedigt bin. Also der Hunger ist noch nicht komplett gestillt. Das war ein super Mal, hat alles geschmeckt, aber komm schon. Wo ist jetzt der Kuchen? Wo ist jetzt der Nachtisch? Den brauche ich jetzt. Aber das will ich dem Film nicht anlasten, weil für sich genommen ist das wirklich alles, was ich am Kinobesuch liebe. Top-Performances, richtig theatralisch. Für mich geben diese modernen Dune-Filme, die sind für mich das, was man immer über Star Wars gesagt hat, aber hier trifft es noch viel mehr zu. Es ist eine Space Opera. Es ist eine Oper. Es ist so opulent. Es ist so groß mit den Sets, mit den Bildern, mit den Kostümen. Es ist auch irgendwo ein Kostümfilm, die ganze Nummer. Und es ist wundervoll. Und die paar Action-Sequenzen, die wir haben, die sind unfassbar choreografiert und unfassbar geil und gefilmt. Also kein bisschen von all dem Dreck, das wir mittlerweile so gewohnt sind, wo einfach 20.000 Extras reingekopiert werden per CG oder ist Shaky Cam. Nein, es fühlt sich wirklich brachial an. Wie ein brachialer, religiös-fundamentalistischer Krieg, der hier geführt wird. Was ja auch irgendwo der Fall ist. Deswegen, ich gebe zwei fette Daumen nach oben für Dune Part 2. Es ist für mich jetzt, Stand jetzt, der beste Film des Jahres. Mal gucken, was noch so kommt, aber wow, geht rein. Wenn ihr Teil 1 mochtet, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr Teil 2 nicht mögt. Wenn Teil 1 nichts für euch war, ist es auch nichts für euch, muss ich einfach sagen. Es ist was Eigenes, es ist ein Slow Burn, es ist sau-atmosphärisches Storytelling. Aber ich bin Sucker dafür, ich liebe das. Hardy, du liebst es auch, oder? Mittlerweile ja. Und ich bin heiß drauf. Ich will noch mehr aus dieser Welt sehen. Ich will wirklich in diese Welt noch mehr eintauchen. Weil es ist so lange her, dass ich so ein Franchise hatte, wo der Film einfach startet und ich drin bin. Ich bin einfach drin in der Welt und für fast 3 Stunden, weil der Film auch echt wieder lang ist, verschwinde ich aus meinem Alltag, verschwinde ich aus allem da draußen, bis die Credits runtergehen. Und ich habe ihn fast nicht erwähnt, das wäre eine Sünde, aber Hans Zimmers Score, ich weiß, mittlerweile ist es auch so, Hans Zimmer macht gute Musik, ja, no shit, Sherlock. Aber ich finde, was er sich so bei Dune ausgedacht hat, ist frisch, ist neu. Es sind nicht diese Standard einfach Wumm, Inception-Geräusche, die wir mittlerweile aus jedem Trailer gewohnt sind. Ich mag diese Didgeridoos, ich mag diesen Chor und dieses brachiale Geschreie. Das gibt dem Ganzen so etwas Urinstinktmäßiges, was wir gerade so in Bezug auf die Fremens haben. Und eine Sache, die der Film macht, die mich ein bisschen überrascht hat, er hat Humor und ich weiß, alle scheißen sich jetzt schon ein und sagen, oh nein, haben wir diesen modernen MCU-Kack-Humor etwa in Dune? Nein,
Nein, ich meine organischen Humor. Das bedeutet, die Charaktere benehmen sich halt so, wie sie sich benehmen, und manchmal sorgt das für eine gewisse Komik. Also es ist sehr organisch, der Film ist immer noch zu 95% bierernst, aber die humorvollen Momente sind da, gerade wenn es um Javier Bardem geht. Und ich empfehle den Film ohne Ende. Und deswegen, ich frage euch, wie steht ihr zu Dune Part 2? Habt ihr ihn mittlerweile gesehen? Habt ihr ihn noch nicht gesehen? Wie fandet ihr Teil 1? Wenn ihr es gesehen habt, was mochtet ihr mehr? 1 oder 2? Kann man das überhaupt so sagen oder muss man das als Gesamtwerk betrachten? All das interessiert mich. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.